Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play League of Legends. Heute wieder mit mir, Ive Vinny. Heute im Jungle unterwegs. Ich spiele heute als Nautilus. Ich dachte mir, Schule gerade 12.25 Uhr. Ich dachte mir, drei Freistunden, also ungefähr zweieinhalb Stunden fahre ich. Vor ungefähr 10 Minuten von der Schule fahre ich kurz nach Hause und nehme kurz ein paar Folgen auf, ein, zwei. Und dann wieder zurück, um die letzten beiden Stunden mitzumachen. Naja, ihr kennt das bestimmt. Viele machen das auch echt so, dass sie mir echt mal kurz in der Freistunde Runde zocken gehen. Ich dachte mir, sonst lohnt sich das eigentlich nie für eine Freistunde, aber da waren noch zwei andere Stunden ausgefallen bei mir. Und dann dachte ich mir, doch bei mir, jetzt lohnt sich's mal bei mir, jetzt mache ich auch mal das, was alle anderen machen. Und ja, deshalb wollte ich heute Nautilus spielen. Mit dabei, glaube ich, nicht ein ganz 5er Abonnententeam, weil so viel um 12 Uhr doch nicht wieder los ist. Ich weiß nicht, wer nicht Abonnent ist. Ich glaube, Ezreal. Reald ist mit Ezreal, mit Leona Botlane, Aaron Nord mit Twisted Fate in der Mitte und G3CK0 mit Leona als Support. Gegen uns Wayne mit Blitzcrank, Necton Top, Akadi mit Aatrox Jungle. Okay. Smite ist die Fragen gerade, ich schreibe es mir automatisch gerade nochmal hin. Ich denke mal, ich wäre es Toplane, dass ich Blue Red mache und dann sofort Toplane ganke, weil das würde gut gehen. Okay. Wer braucht da guten Babysit? Der Dings hier. Ich glaube, der SV ist kein Premade. Der Twisted Fate meint, dass er guten Babysit braucht gegen Akali. Ja, gut, das ist echt hart. Danke. Glaube ich mal schnell zum Red rüber. Oh, ich habe noch nicht mal einen Trank verbraucht mit Nautilus. Okay. Okay. Keine Wards. Botlane. Ne, Botlane hat aber viele Wards. Die haben hier vier, glaube ich. Gegner im Jungle, Aatrox. Ah, das ist. Ich hasse Aatrox. Der macht richtig schön Schaden. Was für mich ja nicht. Was ich gerade, dass ich so viel gesmited hat, war ein ziemlich unvorsichtig. Und dann komme ich oben mal helfen. Oh, er hat schon das Ignite draußen. Ich wird counter-ignited. Jetzt kommt mein Gank. Der legendäre Gank vom Nautilus. Hab dich, mein Großer. Ich wollte ihn nicht taken. Wow. Er hat noch Passive. Nice, Passive draußen. Akali Mitte. Nice. Schön gemacht. Hier Double Buff, Golden Top, denke ich mal. Okay, die haben mit auf jeden Fall Probleme. The Fate macht das eigentlich ja, glaube ich, ganz gut. Wie steht's mit Farm auf? 13 zu 10. Ist okay. Aber er ist ein bisschen auf jeden Fall gerade. Go. Ah, sein Kart ist draußen. Aber vielleicht kann man trotzdem ein bisschen. Oh. Nice! What the damage, ey! Damit hatte ja, glaube ich, keiner hier gerechnet. Dass ich dachte nur, wir machen einfach ein bisschen Damage, holen sie runter und dann mit dem zweiten Gang holen wir uns die oder so. Aber dass wir so viel Damage raushauen. Oh ne, doch nicht. Dachte gerade, Aatrox kommt schon mit. Ne, okay. 9er Farm. Ich bin ganze Zeit nur im Gang, aber es klappt ja gut. 1-0-2. Ich denke mal, mache ich mal. Hau ich mal kurz mein Smite drauf und gehe dann Botlane Lane Gang. Solange ich noch meine Buffs habe. Wo sind die Wards? Wäre schön, wenn sie mir das sagen. Oh, da ist auf jeden Fall ein Ward. Okay, da können wir nicht mehr machen. Aber ich finde, Nautilus ist der größte Kill-Stacker, den es ungefähr gibt im Jungle. Mit dem habe ich immer so viele Assists. Das gibt es gar nicht. Okay.
Asriel, mach du das. Ein Kuh, das trifft. Nice. Nice! Sagenhaftes Good Job, ey. Bitte lass nicht den Blitzschrank grappen. Bitte lass nicht den Grip zerfetzen. Ja, bin weg. Puh, wie viel Gold habe ich jetzt bitte? Gegen Akali Mitte, falls ich denke, dass ich dann Pinkwort habe und da reinsetzen kann, wenn sie da meint drin zu chillen. Ja, Fluver Boots. Das erste, Teil von Jungle Item, nur noch ein Rubinkristall, ey. Ich bin so stark jetzt im Jungle. Ich kann so gute Ganks machen, aber auch so viel, ja, kurz abfarmen und so. Sieht auf jeden Fall richtig gut jetzt aus hier im Jungle. Komm jetzt hier auch nochmal Mitte. Sie ist noch nicht 6, das sollten wir ausnutzen. Dass sie nicht um hier dran jumpen kann oder sowas. Ich bin der Killtaker Number One. Was macht der Aatrox denn immer? Was soll er mit mir? Und sag ich dazu auch nicht nur. Ultiger 3 bekommen. Schnell, kauf mal schnell die Homeguards, damit ich schnell hier unten bin. Ah, fuck. War aber gut gemacht. Aber kommt nicht weg. Okay, da muss ich halt nicht helfen, dass es nicht gepusht wird. Ich bin geschüsse, fällt jemand lieber kurz den Blue Buff. War Zeit, siebte, ja, 7:45 ist okay. Lange hat er keine Boots. Nee. Schön für ihn. Einfach nur seinen Auto-Attack machen. Go, 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 go! Port, Twisted Plate, Port, Port, Port! Porten? Ah, zum Glück habe ich nicht geflasht, ich wollte gerade flashen. Allein passt auf, ey. Passt auf, Freunde, ich tank den Tower die ganze Zeit. Bin ich blöd. Blitzcrank. Bin weg. Ich komme sofort wieder nach. Ich habe auch wieder Homeguard. Ich glaube, das so ungefähr irgendwie so geschrieben wird. Vision Ward. Vision Ward OP. Das erst wieder mal Exhaust war gar nicht nötig und den Kill hätte lassen sollen. Wohin hat sich der Leben irgendwie? Die Jungler sind jetzt hier unten am Babysitten. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Der geht ungefähr für jeden Tank. Fokussieren wir uns den Tank, die haben mir gerade 270 Damage weggeht. Ihr habt
du gerade so viel Schaden von dir getaked. Wir konnten so viel austeilen. Obwohl der Ass hier noch gerade eher so ein bisschen Endbild kauft. Bis er im Endgame erst ein bisschen abgeht. Wir brauchen Wards. Da und da Wards. Man sollte mal Ward nicht kriegen, aber kurz mal Red. Ja, ich werde mal schnell zum Red gehen jetzt. Go, go, go und so. Hab auch Smite, hab mein Schild. Das sollte, glaube ich, gar kein Leben drauf verlieren. Nein. Meine Keule links, rechts, links, rechts. Oh, warte, da war gerade ein Aatrox. Oh, dammit. Ich brauch gar nicht zu flashen oder irgendwas. Nein! He, das ist he, das ist he, das ist der neue he. Hat kein Mana. Kein Mana gehabt hat er. Kein Mana gehabt hat er. Einen Trank nehme ich auf jeden Fall noch mit, das wäre rein hoch gut gewesen im Fight. Ich hätte noch mal ein bisschen Lebensregeneration gehabt. Aber jetzt habe ich wenigstens ja Jungle Item und schöne Boots. Was macht denn Leona die? Wir brauchen Rotz, Leona. Wir brauchen Blooper vor Ort. Ich meinen Weg extra ein bisschen früher gemacht, damit ich brauche ja nicht so lange, dass der Cooldown schon mal wieder anfängt abzulaufen. Zweites maximal E. Nice. Das gefällt mir einfach mal. Angst, dass ich ja schon wieder irgendwo gewordet haben, die Gegner. Ja. Ich place da mal ein Ward. Red ist nicht da. Aatrox kommt. Ja, ich habe Aatrox gesehen. Oh ja, er kommt mit Tele. Go, Teleport, go. Ah, war klar. War gut geplayt von dem Aatrox. Hier ist, glaube ich, Red up. Give me my red. Auf was wir da einschätzen, ich stand mitten hier drin. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch da drin war. Wer hat Red bekommen? Espy? Ne, der hatte Blitzkrieg gerade eben. Ja, unser Dings kommt davon. Nein, kommt er nicht. Leona, hier. Ne, ich muss laufen, ich muss laufen. Oh, really? Aber dreh dich schlecht von mir. Verlassen. Haben wir. Ich mach mein Schild an. Ah, ich hätte ihn doch vielleicht versuchen sollen zu stunnen. Der Twisted-Fate macht das eigentlich ganz gut. Er hat doch Red Buff, damit sollte er spielen. Ah, schade. Schön gedacht auch vom Essen, ne? Geh auf Solari. Solari.
sehen, was es jetzt hier gibt. Ist auf jeden Fall hart jetzt hier auf das Duell, unser Duell hier. Das ist ein spannendes Spiel bis jetzt. Wir müssen aufpassen auf... Der Renekton farmt sich da hoch, aber unser Dings auch, unser Healer. Ich glaube, der hat viel Gold da oben. Ey, wir sind hier die ganze Zeit nur am Fighten. Diese hässliche Artbox nervt mich da richtig. Der hat mich da gerade so irgendwas eingeladen. Schön gemacht, Leona. Ja, das war richtig gut. Wir haben gerade 4 für einen getradet. Ne, wir haben 4 für 0 getradet. Entschuldigung. Wer kauft den Dab of Damage, der fliegt ja sowas von weg mit dem Fight. Boah, Leute, ich will nicht mit euch Steam spielen. Sorry für diese komischen Sterngeräusche. Ja, jetzt, ich werde angeschrieben. Es werden ungefähr noch 2 weitere Nachrichten und dann hört's auf. Okay, ich dachte, die geht weiter nach Diakani. Die fliegt, glaube ich, ganz gut. Nope, beide ausgewichen. Und ich glaube, der Yi macht das ganz gut, echt gegen den Renekton hier oben. Entschuldigung. Fehlt mir noch gerade noch ein bisschen das Gold. Ah, fuck, noch zu Wards mit dem Kommen, weil ich hab nur Homeguard. Ah, dann pick ich ihm das noch kurz. Ah, sieht aber auch gut, der teilt deine Fresse da unten. Hat er auch gut gesehen, er macht die Farm, die Lane gut, er farmt schön. Und dann hat er immer noch das Ward dabei, dann kann er nicht gegankt werden. Twisted Ult, jetzt ready bekommen. Go, go. Twisted, go, twisted, twisted, go, 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 drauf da. Twisted geht auch auf. Oh mein Gott. Wieso läuft da komplett? Nice. Jo. Groß weiterpushen können wir da, glaube ich, nicht, wenn die Akali da ist. Wartet, ich guck gerade, wann der Drake getötet wurde. Das ist auch wichtig, dass wir wissen, wann der Drake ist. Jetzt die Frage, können wir beide echt ernsthaft wirklich genug Damage machen? Nice, Twisted Fate, das der gefällt mir einfach wieder, mein Abonnent, ja, unser Abonnent kommt hier. Das ist unser von mir und Nick, oder von Nick und mir. Das Stun, ey, das war Stun, einfach nur geil, ey. Outplayed, sag ich dazu. Oh, nicht Auto-Attack, sonst geht mein Schnellboot weg. Ich sag nur really zu dem Grabbird. Ich engage gleich. Oh ne, da kommt noch der Auto-Atrox. Ich, ja, es war so klar, dass ich den ausweiche. Es war so vorhersehbar. Dass der Sprung aber nur schlecht war. Ja, komm. Willst du mit mir das 1-1-Trade haben? Nice, Esprit. Esprit macht das geil mit seinen Ultis. Die fliegen immer gut. Gut, es ist auch echt schwer, nur zu treffen, aber zum Beispiel der war gerade schön getroffen. Okay, sie machen Fokus mich komplett. Ich werde nochmal mit meinen Ulti einmal supporten da auf die Wayne. Na, na. Oh, da habe ich die Wayne erwischt. Was für ein Luck-Rap! Ich wollte eigentlich den Blitzkrieg noch kriegen. Nice, Leute, das gefällt mir einfach so. Job Team. Gefällt mir einfach so, wie das Team harmoniert. Na komm. Lasst mir mal bitte die Minions hier, ich brauch das mal. So viel gegankt und so. Komm, das sieht richtig gut aus für uns jetzt. Jetzt haben wir am Ende nochmal 2 wichtige Teamfights richtig aufgeräumt. Und unser ganzes Team geht jetzt ab, ey. Vielleicht habe ich, glaube ich, auch Solari komplett fertig.
Nächstes Item wäre wahrscheinlich bei mir Sunfire. Kaufen die viele Worts. Ja. Ich habe gerade Orakel gekauft. Ja, GG, das war neue Folge Let's Play League of Legends bei mir. Ja, man muss sagen, meine Folgen sind meistens ziemlich kurz, aber Nick und ich haben das so besprochen, dass vielleicht mal am Tag einfach mal zwei Folgen League of Legends kommen, dass aber nochmal eine von mir kommt, weil die meistens bei mir irgendwie nur 20 Sekunden nach 20 Minuten gerendert wird, wieso auch immer. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und es macht echt Spaß in Freistunden, wenn man 3 Stunden frei hat, mal ein bisschen zu zocken. Danach wieder in die Schule zu fahren, ist halt so, muss man halt. Ist Schule ist halt, muss halt jeder machen und dann muss ich auch gleich wieder in die Schule, aber eine Runde geht wahrscheinlich noch und deshalb sage ich, haut rein, bis zum nächsten Mal, viel Spaß in der Schule.